Gott, ich muss mein Mundwerk hüten. Aber ich habe gerade so viel Spaß. Da! Spaßverderber. Blöde Fallen. Oh Gott, eine Ratte. Juhu, ich bin infiziert. Und Stärke wurde entzogen und deshalb kann ich mich nicht bewegen. Darauf habe ich keinen Bock und deshalb lade ich neu. Was löst die Falle aus? Okay, offenbar allein die Tatsache, dass wir dort stehen. Ja. Bams. Du infizierst mich nicht mit tödlichen Krankheiten. Wenn euch irgendjemand entgegenkommt mit einer tödlichen Krankheit, ihr wisst ja jetzt, wie ihr mit ihm umgehen müsst. Oh Gott, Skelette, ja. Skelette sind frostresistent. Deshalb ist dieses Schwert gerade nutzlos. Aber ich kann den ja mal benutzen. Der ist noch nutzloser. Nebenbei bemerkt, aber na gut. Yay. 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 Knochenmehl. Und eine Tür, die irgendjemand dort vergessen hat. Dass diese Leute ihre verdammten... Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Das weiß ich, aber ich sehe es nicht. Und das bereitet mir Sorge. Das Teil kämpft gegen irgendjemand. Da bist du also. Ja, okay. Hauskatze? 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 Ich streiche dir den Popo mit dem Stab. Nennt die mich einfach Hauskatze? Habt ihr das gehört? Die hat mich Hauskatze genannt. Was fällt dir ein? Müssen wir ja gleich Manieren beibringen. Gleich, nicht jetzt, ne? Gleich, so in 50 Folgen. Wenn sie wieder respawned ist. Ach, eigentlich belangloses Zeug, was einfach daran liegt, dass wir einen so geringen Level innehaben. Geschichte des Kaiserreichs. Ich gehe das Buch einfach mal durch, vielleicht interessiert's jemanden. Also ihr müsst schnell lesen, aber ich denke, ihr kriegt das hin. Gut. Wenn ich so drüber nachdenke, was ich eben meinte, ihr könnt das Video stoppen und dann könnt ihr den Text lesen. Bevor das jemand nicht versteht. Ja, mach Licht, mach Licht! Ich wollte jetzt Licht. Ich wollte nicht Hey, mein Skelett. Ich kann mein Skelett beschwören. Jetzt wäre Schleichen gar nicht unbedingt notwendig. Und nochmal und ein letztes Mal. Ich liebe es, wie es sie einfach wegfeuert. Ist hier so ein leichter Pfeil und dann fliegen die Gegner 3 Kilometer weg. Nehme ich einfach mal so. Und Knochen. Ja, da hat jemand entknöchert, aber das ist uns egal. Ich bin auf eine Weinflasche mit einem Etikett gestoßen, das ich noch nie gesehen habe. Ich kann gerade noch Schattenbahnwein entziffern. Sie muss recht wertvoll sein. Bis ich mehr über sie herausgefunden habe, sollte ich sie behalten. Ich glaube, ich kann sie noch nicht mal weglegen. Nicht mal, wenn ich es wollte. Das ist spielerische Freiheit. Und ja. Diese Weinflasche gehörte zu einer Aufgabe. Das weiß der gute Marco natürlich. Der schlechte Marco weiß es nicht, aber der ist gerade nicht im Haus. Der ist in der Regel außer Haus, was jetzt nicht heißt, dass er Regel hat, aber ihr wisst, was ich meine. Und du bist eine Nord, ja. Nee, du bist keine Nord. Auf keinen Fall bist du eine Nord. Bretonin? Oder Kaiservolk, aber kein Nord. Nun gut. Der Nord sind absolut Kälte. Also die Rasse der Nord sind absolut Kälte immun. Was nicht gut ist, wenn du einen Eiszauber benutzt, oh Gott.
Ja, da ging es wohl noch weiter, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. Obwohl, scheint ja nicht so weit. Es kann ja nicht so weit weitergehen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Irgendwas da drin, für das es sich lohnt, das Tor zu öffnen? Nein, natürlich nicht. Wer würde daran denken, hinter einem undurchdringbaren Tor was Wertvolles zu verstecken? Nicht mal im Traum dächte ich daran. Nun gut. Weiter nach Kural, würde ich sagen. Behaupten. Ich stelle böse Behauptungen auf. Und das ist übrigens auch was, wenn man mit Leuten redet, während man eine Waffe gezogen hat, dann mögen die einen weniger. Denn Waffen sind böse. Leg die Waffe weg, Zuschauer, leg die Waffe weg. Bitte leg sie weg. Ich beeile mich ja schon, aber leg die Waffe weg. Oh, was ist das? Dieses Dorf trägt den Namen Es ruckelt, verdammt nochmal. Das ist nicht der Name des Dorfes, das war eine Aussage des Kommentators. Dieses Dorf trägt den Namen Dreckhack. Man muss aufpassen, wie man das ausspricht. Also nicht Dreckhack, sondern Dreckhack. Und ja, renn bitte meinem Pferd in den Popo. Das Pferd steht drauf. Oh, sorry. Das war jetzt... Was macht ihr da? Jetzt übertreibt mal nicht, Leute. Wer bist du? Lasst mich euch einen Ratschlag geben, Fremder. Geht. Jetzt. Ihr seid hier nicht willkommen. Ja, das hier ist das. Ich habe genug mit euch geredet. Das hier ist ein kleines Dorf und wie es in kleinen Dörfern nun mal so zugeht, sind wir hier ziemlich unbeliebt, weil wir von irgendwo anders kommen. Ich mag diese kleinen Dörfer, die Oblivion hat, genau wie Aleswell. Eine Bibel der Tiefen. Ich habe sie umgeworfen. Jetzt ist sie wirklich tief. Naja, bla bla bla. Und eine kleine Kapelle. Mir gefallen die kleinen Kapellen besser als die großen. Ja, das ist Dreckshack. Wir haben dieses Dorf hier gesehen. Was gibt es hier Interessantes? Es gibt eine Herberge. Das größte Haus des Dorfes. Es gibt Natschpinders Haus. Steht ja auch fast in jedem Dorf. Nein, aber... Und anscheinend ist hier jede Menge zerfallen und dieses Motiv hat man überall in Cyrodiil. Irgendwelche zerfallenen Gebäude. Die Leute erscheinen also nicht wirklich, sich darum zu kümmern. Ich suche aber gerade etwas, denn als ich hier angekommen bin, bin ich vom Ross gestiegen und dort war doch, ja, Hackdreckhöhlen. Hackdreck. Da war ich noch nie drin, um ehrlich zu sein. Aber schauen wir einfach mal rein. Lunzen wir mal. Riskieren wir einen Blick. Oh, es hat geklappt. Beim zweiten Versuch. Leute, beim zweiten Versuch. Ja, was ist hier? Weshalb ein Höhlenkomplex direkt mitten im Dorfe? Das und alles seht ihr in der nächsten Folge.